Tag 5 von Minecraft Suche ist vorbei und damit herzlich willkommen zur 5. Ausgabe der Minecraft Suche News. Heute ist wieder relativ viel passiert und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an mit den Minecraft Suche News. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal ein Abo da lassen könntet und dem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich mega unterstützen. Danke schon mal dafür. Nun kommen wir zur Kategorie Nummer 1 und zwar tote Spieler. Dieses Mal haben viele Leute gekämpft. Zum Beispiel hat das Team von Brian gegen das Team von Mimi-Checker gekämpft und ganz am Schluss hat zum Beispiel das Team von Winnycraft dann gegen das Team von Brian gekämpft. Aber wer ist alles gestorben? Am Anfang ist Paul Terra gestorben, danach ist Lucky Luke an SpaceX gestorben, danach ist Schmocky leider am Never verbrannt, was mir persönlich übelst leid tut, weil Schmocky mit einer Favoriten war. Mega schade. Dann ist Auxi an Phoenix gestorben, Rotpilz ist dann an Seriax gestorben, Escation ist dann auch noch an SpaceX gestorben, dann ist Henken leider verbrannt auch im Never, er ist richtig unglücklich, ein Lavafluss reingelaufen, mega unglücklich. Ganz zum Schluss, als Venis Team dann an der Oberfläche war und die ein bisschen kämpfen wollten, hat er Mimi-Checker Kev getötet. Vielleicht denkt ihr jetzt auch so wie ich, warum ist Mimi-Checker jetzt auf einmal bei Veni gewesen? Dazu kommen wir jetzt zur zweiten Kategorie Fakten. Am Anfang kommen wir aber zu Basti, GRG und Norris. Die farmen nämlich in der Episode Blaze Rods für Tränke, haben damit eine richtig schöne Blaze-Farm gebaut. Marco Phoenix ist in seiner Base und angelt und dabei hat auch ab und zu mal enchantet, aber war eigentlich in seiner Wasserbase. Brian's Team ist dann ganz am Anfang der Episode auf Mimis Team losgegangen und hat Mimis Checker Team eigentlich komplett ausgelöscht, bis auf ihm. Dadurch hat Mimi-Checker sich mit Veni Crawford verbündet. Peter von Pete's Meat hat sich dann mit Sparks Team verbündet. Und ganz am Schluss der Episode ist dann Veni, Celtics, Phasen und Mimi-Checker Hunten gegangen auf Phoenix Team mit Brian. Aber das war erfolglos, weil die einfach die ganze Zeit weggerannt sind. Nun kommen wir zur Kategorie Taktik. Und zwar war die Taktik von Basti, Gigi und Norris, dass sie weiter am Never hin campen. Aber dabei haben die Blaze Rods gefarmt, damit einfach deren Produktivität der Episoden relativ stark oben bleibt. Veni, Croft und so haben ganz am Anfang erstmal den Never bewacht und nochmal enchanted. Mittlerweile haben die mehrere Schaden 5 Schwerter, was eigentlich extrem heftig ist. Deswegen haben die sich ganz am Schluss, als Mimi-Checker sich den angeschlossen hat, einfach angefangen zu handen, weil ja er Henken und Schmock ja wie gesagt gestorben sind. Dadurch wurde ihr Team geschwächt. Dadurch ist aber auch Let's Hugo zum Beispiel mit zu Basti hier gekommen, welches mich persönlich mega erfreut. Mark hat wie gesagt immer noch an seiner Base gekämpft und hat ein sehr, sehr großes Team, glaube ich, mit über 20 Leuten, was ich persönlich extrem heftig finde. Nun kommen wir auch zu Brians Taktik. Ich glaube, die haben einfach nur andere Spieler gehandelt. Nun kommen wir zum nächsten Fakt und zwar Events. Und zwar hat Ungespielt angekündigt, dass man ab morgen viel mehr Essen verliert als sonst die Tage. Dabei wird es wieder wichtiger, mehr Essen zu haben. Das war ja jetzt in den letzten Episoden nicht das große Problem, sondern man hat echt nur Essen verloren, wenn man wirklich die Regeneration benötigt hatte. Also dann wollte man unbedingt, dass man Essen verliert, sonst war es ja eigentlich eher unwichtig. Die letzten 20 Minuten des Spiels hatte jeder Spieler einen Spektraleffekt. Was dies bewirkt, seht ihr wahrscheinlich im Hintergrund. So konnte man alle Spieler durch die Wände sehen, wenn die in der Nähe waren. Was mega OP war, falls man echt, wie gesagt, Leute handeln wollte. Nun kommen wir zum letzten Punkt und zwar Probleme. Und zwar hat der Server ganz am Anfang wieder ein DDoS angeführt. Dadurch hat er erstmal die ersten 20 Minuten geleckt, was da aber zur Mitte der Folge hin wieder weg war. Nun kommen wir aber auch zu den stärkeren Problemen und zwar haben auch die Stärke Potion wörtlich gesagt funktioniert, sodass man einen Stärke-Effekt bekommen hat, aber jedoch meinte Ungespielt, dass die Stärke-Tränke jetzt doch für Instant Heal-Tränken ersetzt werden in der nächsten Episode. Ich hoffe, die kompaktende Episode von den Minecraft Suche News hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert mich für weitere Videos von mir, meine lieben Freunde. Also ich bin raus und ciao.